Hallo und willkommen hier auf dem Dachboden bei Persona 5. Unserer Hauspflanze geht's immer noch gut. Wir haben den Mittwoch, den 5.4. Den 4.5. So rum ist richtig. Und wir sind auf dem Dachboden. Ich glaube, wir können auch nichts anderes machen, außer schlafen gehen. Denn morgen haben wir eine Feier. Und wir haben total unsere DVD überzogen, was total bescheuert ist, weil wir können ja auch nichts anderes machen. Ja. Es ist morgen. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wir gehen schlafen. Weil wir können ja auch nichts anderes tun. Soweit ich weiß. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und wir haben den 5.5. Ja, da kommt der Tag. Aufs Wort genau. 5.5. Kindertag. Children's Day heißt er, ja. Müssen wir eigentlich dann morgen in die Schule? Und da sind wir. So good. Was für ein krasses Buffet. Und wir zahlen dafür 30.000. Das wären eben 300. Also es ist wirklich Buffet, wie man da hinten sehen kann. Und dann fetter Kuchen, ey. Und die Anne isst nur Kuchen. No wonder Lady Anne chose this place. Süßes isst eben gerne Süßes, scheinbar. Hm? Of course it's good. This is a famous hotel after all. Boah, da hinten sind Schokoladenbrunnen. Oh, das sieht schon lecker aus. Können wir schon ordentlich reinhauen. Oh yeah. I heard that the police are coming to interview some people at school. Oh oh. That's troublesome. Our names are gonna come up for sure. People are spreading all sorts of rumors about us and Kamoshida. But we got him pumped up. I keep hearing stuff like the Phantom Thieves really stole his heart. I think most people don't believe it, but some of them actually seem grateful. Look at this. Was ist das? The Phantom Aficionado website? Was ist das denn? Aficionado? Well done, Phantom Thieves. Now I can keep going too. Thank you for giving us hope. Pretty cool, huh? Wo kommt die Webseite? I was just desperate to deal with my own problems, but seeing people saying all this feels strange. Ja, aber von wo kommt diese Webseite? Yeah. Wer hat die gemacht? Hey, what do we do now? We good on time? Sind wir gut in der Zeit? Planst du es zu essen? We good on time? We planning on eating? Ich sag irgendwas, ich weiß gar nicht, was er damit gemeint, aber okay. Hä? Huh? Oh crap, you're totally right! We only got an hour to eat! Ach, so ist das. Genau. Just 50 minutes left! God, I'm not gonna finish all the beef dishes at this pace. Das ist ja auch krass. I need to eat my way through the entire dessert menu! Heute, ey. Look after our stuff. We'll snag something for you guys too, don't worry. Das ist also, boah, Alter. Oh man, God melts in my mouth. Seriously? Only meat? Er ist wirklich der männliche Chie. Now where should I start? And she's all about the cake. So happy. Ja, mach es, solange du noch jung bist und dein Körper das, den Zucker gut umwandeln kann. Hey. Calories. Shut up! How much do you think one of these costs? I'll never get the chance to do this again! The Wilton Hotel Cake Buffet! I'd heard rumors, but I never thought it'd be so amazing! Oh, man. And where's our share? I didn't really know what you'd want. So I just grabbed you some beans. Alter, geil, ey. Beans? There were some pretty bizarre things there too, so we got you a variety of those. Fried bananas, preserved eggs, and some kind of beans. More beans? We put so much on the plate that it got all mixed up. But it should probably still taste good. This is just
plain grotesque. Let's go. Okay. These two just don't know what fine dining means. We'll show them. Leave it to me. Überlass es mir. Ich werde sicherlich Hilfe brauchen. Also feines Dinieren? Überlass es mir, sag ich. Ich kenne mich mit Essen aus. That's reassuring. You guys watch our things while we're gone. Wait patiently for our return. Mm. Oh, it's like a meaty explosion in my mouth. Ach, das ist schön. Oh, this part's cream cheese. Und hier zeigt sich wieder, dass Essen eins der schönsten Sachen auf der Welt ist. Und auch natürlich eins der wichtigsten Sachen für den Menschen. Also Essen und Trinken natürlich, aber they're ja. Not even listening. Ach ja, Essen macht einfach glücklich und so ist es. Auch. Macht Essen euch auch glücklich? Was ist eure Lieblingsspeise? Schreibt es in die Kommentare. wir dürfen uns wirklich frei hier bewegen. Wie ich erwartet habe, Buffet in diesem Top-Hotel erwartet habe. Die Zutaten und die verschiedenen Nachtische sind wahnsinnig gut. Das muss einen Grund geben, warum es 8000 Yen kostet. Sie haben ziemlich viel hier. Aber Fisch sollte zuerst kommen. Wir sollten unseren Teller füllen mit allen Sorten von Fisch. Auf welchem Tisch denkst du, haben sie das? Ich will doch jetzt keinen Fisch holen, aber ganz ehrlich. Mann, hier ist so viel Essen. Ich kann nicht entscheiden, was ich davon möchte. Alles ist so gut. Vor allem der Kuchen. Ja, sie spricht mit Vollmond. Wir schauen uns hier mal in Ruhe um. Reis. Die Reisgerichte sehen ziemlich lecker aus. Aber wir sollten zuerst etwas Fisch besorgen. Oh, Meat. Die Fleischgerichte sehen auch total toll aus. Aber wir brauchen zuerst etwas Fisch. Das ist auch alles Meat. Ich bin froh, dass hier gerade keine Zeit abläuft. Salat. Oh, der Salat sieht auch gut aus, aber wir brauchen zuerst etwas Fisch. Wir schauen uns erstmal um. Dieses Dessert sieht verdammt verlockend aus. Aber wir brauchen erstmal Fisch. Boah, ich würde mich so unter den weißen Schokoladenbrunnen legen. Einfach Mund auf und reinfließen lassen. Und das ist... Was? Wir kommen hier nicht weiter? Oh, okay. Wir haben den Fisch entdeckt, deswegen... Können wir zuhören? Oh, schau mal. Hier ist der Fisch. Ich würde ihn roh bevorzugen. Aber der Gegrillte sieht auch großartig aus. Hast du gehört, mein Schatz? Die Nachrichten sind voll mit diesem Kamoshida. That Kamoshida Fellow was absolutely dreadful. Dieser Kamoshida-Typ war absolut schrecklich. Oh, ja, genau. Dieser Lehrer der Sujin Academy wurde dabei erwischt. Caught doing such indecent. Unehrenhaften Sachen gemacht hat. Sehr, schamvoll. Wirklich. Warte mal eine Sekunde. Und sie haben immer noch nicht es geschafft, herauszufinden, was diese schrecklichen Nervenzusammenbruchsepisode verursacht hat, oder? Ich wünschte, die würden sich nicht von solchen nichtigen Skandalen ablenken lassen. Vielleicht ist das ja ein Zeichen, wie friedlich das Land ist. Ich, um ehrlich zu sein, beneide ich diese...
beneide, habe ich Mitleid mit diesen armen Schülern der Sujin. Hm? Es hört sich an, dass dieser Kamoshida-Vorfall das Gespräch der Stadt ist. Der Gesprächsstoff der Stadt. Hm? Verdammt, sie haben dich bemerkt. Nimm dir einfach etwas zu essen und verhalte dich ganz normal. Was das Positive daran ist, wir können danach das Essen essen. Wie das? Wie hat es ein Kind wie dieses dort geschafft, hier aufzukreuzen? Ich hoffe wirklich, dass er keine Freunde mitgebracht hat. Ich bevorzuge es, mein Essen hooliganfrei zu mir zu nehmen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, lass uns gehen. Boah. Was ist so schlimm an Kindern, die auch an dem Buffet ihren Spaß haben wollen? Ich frage mich, wie die anderen Leute hier auf diese Nachrichten reagieren. Lass uns noch ein bisschen mehr Essen zusammensammeln und zuhören. Vielleicht können wir noch ein paar andere Leute belauschen an den anderen Tischen. Ach ja, wir können aber nicht an den Salatbau oder was? Hey, es wird wahrscheinlich dafür geoutet, wer irgendwas hatte, to get some food. Ach so. Ja, wir sollen dann immer Sachen drauf tun. Wir haben jetzt ein bisschen Fisch drauf getan. Wir machen das aber in einer vernünftigen Reihenfolge. Wir holen uns jetzt etwas Reis dazu. Ah, Reis ist unglaublich. Es ist der Eckstein eines großartigen Mahlzeit. Entschuldigung, ich wurde ein bisschen davon getragen. Waren die Einschaltquoten der Nachrichten wirklich so gut? Es war wegen diesen Nachrichten über diesen Lehrer, der sexuellen Missbrauch an seinen Schülern verursacht hat. War es Kamoshida? Es ist alles. Es kommt immer darauf an, wie man es in den richtigen Blickwinkel setzt. You have got to cater to the idiotic public. Cater? Ich weiß nicht, zu cater? Wahrscheinlich ködern. Du musst wissen, wie du auch die idiotischen Zuschauer köderst. Vereinschaltungsquoten gehen nach oben, wenn du ihnen etwas Krudes zeigst. Sensationsnachrichten eben. Und es macht es leicht, sie auch zu verstehen. Und du solltest es leicht machen, sie auch zu verstehen. Wie kann er so unsensibel sein? Eine Schülerin hat sich fast selbst umgebracht wegen diesem Kamoshida. Übrigens, denkst du, dass dieser plötzliche Sinneswandel wirklich echt ist? Nun, das... Schnell, nimm was zu essen! Oh, und vergiss nicht die knusprigen Sachen. Bisschen Reis. Also, weil er diesen plötzlichen Sinneswandel hatte, hat er einfach alle seine Verbrechen gestanden? Haha, wer weiß. Entschuldigung, aber es ist Zeit. Ich muss los. Ich rufe dich später wieder an, nach dem Meeting. Ein plötzlicher Sinneswandel, hä? Ich schätze, ich kann ihn nicht dafür beschuldigen, dass er das so sieht. Ich frage mich, was die anderen sagen. Wir sollten mehr essen, schnappen und zuhören. Jetzt haben wir Reis auf den Teller gepackt. Jetzt holen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Fleisch. So. Wichtiges.
Ah, Fleisch. Ich bin zwar nicht Ryuji, aber eine Mahlzeit ist nicht dasselbe, wenn man keins... Oh, ich wurde abgelenkt. Was? Howdy subordinate. Achso, subordinate. Ich frage mich, ob das Vorstädtler heißt. Wenn du wirklich auf diese Sache, wenn du mal wirklich auf diese Sache schaust, ist der ein ehemaliger Athlet, der sich selbst überschätzt hat. Er hätte einfach seinen Slot in Life akzeptieren sollen und einfach in Ruhe seinen Job machen sollen als Lehrer. Es ist nicht mal ein Vorfall, den wir wirklich ernst nehmen können. Die ganze Geschichte ist ziemlich lächerlich. Wir sollten wahrscheinlich uns das näher betrachten. Aber wir können das genauso die niedrig rängenden Abschaum das handhaben. Es näher betrachten? Ich schätze... Sie untersuchen den Fall von Kamoshida? Hm, sie hören sich nicht sehr begeistert darüber an. Hm? Oh, schnell! Nimm dir etwas zu essen! Und nimm dir etwas von dem Stück, das nicht so fettig ist. Boah, ich... um ehrlich zu sein, sind dieses bisschen Fett an so Fleisch wahnsinnig lecker eigentlich. Das gibt dem so mega Geschmack noch dazu, weil Fett ist Geschmacksträger. Und auf den Teller damit. Oh, der hat sich einen Flügel drauf eine Keule drauf gepackt. Er wird sicherlich bald auftauchen. Wir sollten ihn besser nicht warten lassen. Wir sollten besser auch los. Was wird er denn bereden mit diesen hochrangigen Leuten? Nun, ich bin sicher, es ist mehr, es ist wichtiger als Essen. Und da sind sie weg, die zwei. Die waren ganz schön gut angezogen. Aber sie haben trotzdem einen ziemlich zwielichtigen Eindruck auf mich gemacht. Ja, der will noch das letzte Gespräch hören, da, von dem Dessertwagen. Wir schauen mal auf unseren Teller. Wir haben da ein bisschen Reis, Fleisch und Gemüse. Fisch und Gemüse. Fisch und Gemüse. Wir haben überhaupt keine Gemüse. Hier gibt es nur noch das Giant Dessert. Oh. Geh mal ganz nah ran. Sieht so verdammt groß und verdammt lecker aus. Oh, dieser riesige, süße. Oh, ich wurde abgelenkt. IT Company President. Die Neuigkeiten verbreiten sich ziemlich schnell. Es ist schon überall über dem Internet. Weißt du, die Geschichte über diesen Kamoshida, der sein Hintern vollbekommen hat, bei irgendwelchen seltsamen, neuen, weltformenden Helden? Das hört sich aber nicht wie eine ernsthafte Geschichte für mich an. Ein paar dieser Details sind ziemlich... hören sich ziemlich ausgedacht an, verfetcht oder weit hergeholt. Genau. Mach dir keine Sorgen darüber. Wir sollten einfach nur das tun, was sie uns sagen. Das sind alles Gerüchte, die bei den Schulkindern aufgetischt wurden. Wenn es wirklich grifffeste Nachrichten sind, wen kümmert's, ob sie wahr sind oder nicht? Also, glauben sie sich selbst nicht? Aber sie machen Geschichten... Ja, aber sie erzählen die Geschichten so, dass man glauben könnte, dass die Phantom Thieves wirklich echt sind. Und das machen sie sogar im Angesicht quasi der wirklichen Phantom Thieves. Oh, wow, schnell, nimm dir was zu essen. Und geh sicher, dass du auch etwas von der Schlagsahne nimmst. Oh, viel der Schlagsahne.
Was ist... was ist los? Ach, nichts. Ich dachte, dieses seltsame Kind hätte uns angesehen. Das ist alles. Warum gehen wir nicht? Es ist schon fast Zeit für das Meeting. Nun, das ist gemein oder unhöflich. Hast du ihn gehört? Er hat gesagt, dass du seltsam wärst. Ich glaube, es gibt hier nichts mehr zu hören. Wir sollten zurückgehen. Aber es ist schockierend. So viele von den Erwachsenen hier scheinen keine wirklich netten Leute zu sein. Also, um das zusammenzufassen, also aufgrund dessen, was wir gehört haben. Es scheint so, dass die meisten Erwachsenen nicht sehr interessiert in die Neuigkeiten über Kamoshida sind. Nun, nachdem wir jetzt eine leckere Auswahl von diesem Essen auf unserem Teller haben, sollten wir zurückgehen zu den anderen. Oh ja. Wir haben genug aus der einen Suppenschüssel gegessen, jetzt können wir nochmal ganz lecker dinieren. Au. Wow, du hast ziemlich viel zurückgebracht, wiedergeholt. Das sieht wenigstens lecker aus, was er da geholt hat. Von allem so ein bisschen sieht lecker aus, muss ich sagen. Würde ich auch essen. Was denkst du? Was denkst du kommt als nächstes? About coming up against such ritzy food. Was ist ritzy food? Das weiß ich nicht. Coming up against such ritzy... Denkst du, das kann gegen dieses ritzy food ankommen? Ich bin so glücklich. Ich will einfach nur essen. Ich bin gar nicht hungrig. I just want to eat. I'm not hungry. Ich sag mal, dass wir auch glücklich sind. I'm so happy. Das ist irgendwie niedlich, das von jemandem wie dir zu hören. Aber, ja, sei nicht zu aufgedreht deswegen, okay? Man. Du bist die letzte Person, der ich Ratschläge über Ryuji geben möchte. Achso, du bist die letzte Person, der ich Ratschläge darüber geben würde, Ryuji. Wait. Denkst du nicht, dass du zu viel isst, Mona? Man weiß nie, wann wir es wieder hier mal zusammen schaffen, hierher zu kommen. Sicher. Aber ihr Leute habt Tonnen von Essen hier wieder zurückgebracht. Es wäre eine Schande, das hier alles für die Katz gewesen zu lassen haben. Warum hilfst du ihn nicht, Ryuji? Wir sollten beide helfen. Oh, ich? Ich bin zu vollgestopft. Ich könnte wahrscheinlich nicht helfen. Ja. Dein Gesicht hast du voll mit Kuchen gestopft. Damn it. Was auch immer. Mugen, Morgana, wir sollten uns über wir sollten uns um die Reste kümmern. Oh ja. Es fühlt sich so an, als ob es keinen Unterschied macht, wie viel wir essen. Die Menge von Essen, die übrig bleibt, ist immer dieselbe. Da ist immer noch mehr? Ja, die Augen größer als der Magen. Nicht aufgeben! Wir sollten weitermachen. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Mein Bauch fühlt sich einfach doppelt und multidoppelt so voll an. Und mein Bauch ist einfach zu klein. Ja. Das ist ein Sieg für uns alle. That was a breeze. Das war ziemlich hart. Is this a game to you? Ist das ein Spiel für dich? That was a breeze. Ich weiß nicht, was mit breeze gemeint ist. Eigentlich denke ich, breeze heißt ja Brise, glaube ich. Ich sag, das war hart. That was hard. Wir haben gewonnen. Weil wir es zusammen gemacht haben. Gute Arbeit, Jungs. Wie wär's mit einem letzten
Gericht, um diese to cleanse your plates, to cleanse, um eure Teller leer zu machen. Ich empfehle die saisonale Torte. Die Grapefruit hat beides. Unglaubliche Süßheit und eine hervorragende Sauernis. Ich weiß nicht was. Alluring und tangy vor allem. Nicht heißt. Stopp. Ich will nichts mehr über Essen hören. Vor allem nicht über saure Sachen. Das ist nicht gut. Ich muss zum Bad. Ich auch, bitte. Trag mich sanft. Oh oh. Wait. Oh Mann. Schau dir diesen Tisch an. Sie haben wahrscheinlich nicht sonst die Gelegenheit, solches exquisite Essen zu essen. Oh, ich kann mir nur vorstellen, was wie ihre Eltern sein müssen. Hä? Was war das? Damn it. Ah, wir haben keine Zeit dafür. Oh, komm schon, lass uns gehen. Tja, das Leben in Saus und Braus. Jetzt gehen wir zum Bad, zum Bezirk. I totally panicked when I saw the closed for cleaning sign at the bathrooms. Ich glaube, wir gehen jetzt wahrscheinlich aus Versehen zu diesem Meeting, was hier abgehalten wird. You were talking big about eating until you puked, but you really did puke. Are you some kind of moron? Der hat sich echt übergeben, das ist echt dumm. Hey, same goes for you. Man sollte nicht so viel essen, dass man sich davon übergeben muss. What floor was that restaurant on? We came up to get here, so it has to be on a lower floor, right? Ja, fahrt in den Keller. Geheimes Meeting. Hallo? Geht's noch? Hey, dieser Glatzkopf. Ist das nicht den Typen, den wir dann im Casino oder so? What the? There's still no update on the case. Not yet. Excuse me, but why are you so involved? It's not something you should be concerned with. Na, Subordinat, das ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Hat nichts mit Suborbitary zu tun. Sorry. I don't care about your opinion, you incompetent buffoon. When I say pick up the pace, you do it. Hey, you're cutting in line. What do you want? Ja, wir waren Erste hier, das ist egal. Nichts sagen oder er soll sich bei Yuji entschuldigen. We're in a hurry. Ja, kann man sich trotzdem entschuldigen. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? What? Sir, we don't have time for this. I know. Warum nehmen Sie da nicht die Treppen? Alter! Don't bother with him. Diese Stimme gerade eben. The hell was with that bossy guy? Shouldn't we head back down? Irgendwas stimmt gerade nicht. Haben wir irgendwas erfasst? That dick really pissed me off. He wasn't even hiding the fact that he looks down on everyone. Don't lose your temper over this. Yeah. I just can't forgive shitty adults like that. Es bringt sich nichts darüber aufzuregen. Das Einzige, was man da machen kann, ist selber nicht so werden, ne? Die Stimme dieses Mannes. Ja, dachte ich mir doch. Das ist derselbe Typ, den wir eine reingehauen haben. Das hat sich fast angehört wie der eine von damals. What's wrong? Ah, ich bin okay. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Ja, oder mach dir keine Sorgen darüber.
You not feeling good? He almost never eats well after all. Plus, I'm always stuck eating canned cat food. Yeah, that sir bullshit makes me sick. Damn it! Okay, nicht drüber aufregen. Bringt eh nix. Aber wie ich erfahren habe, dass Teenager oder Jugendliche sich ja besonders aufregen. Ist halt so. What took you so long? Da die Schlange vor der Toilette. Da war eine riesige Schlange. I'm a pissy. Sorry. I had a run-in with some woman a second ago. Okay. She bumped into me, but then said it was all my fault when she dropped her plate. Sounds like a real bitch. Yeah. Thanks, though. But the restaurant workers all looked at me with this disapproving expression. Als ob die ganzen Erwachsenen selber noch nie mal Kinder waren. Es fehlt den Leuten, sich in andere hineinzuversetzen. Ich glaube, das ist das A und O in einer Welt der Gemeinsamkeit. Versetz dich mal in die Lage des anderen und dann wirst du vielleicht eher verstehen, warum er so reagiert, wie er reagiert. Vielleicht aber auch nicht. Und generell wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Moralpredigt, Moralpredigt. I wonder if we're out of place here. Ja, ein bisschen schon, aber hey, egal. Sind wir nicht. Vielleicht. Es fühlt sich immer ein bisschen so an. It always feels like this. Es fühlt sich immer so an. Sind wir nicht. Hey Morgana. What is it? Anyone could have a palace, yeah? Yep. Anyone with a strong, distorted desire. Same for them having a change of heart if their treasure gets stolen? That would be the case. Why are you bringing this up all of a sudden? We had trouble earlier too. These selfish shitheads who just look down on everyone else. I was just wondering if we'd be able to change those kinds of people too. Naja. You mean you want to continue as the Phantom Thieves? Ich weiß nicht, aber das. Ich meine, die Sache mit Kamoshida war auch schon ziemlich drastisch, wenn man mal gesehen hat, wie er sich danach verhalten hat. I've been thinking. We put a lot of work into changing Kamoshida's heart, but nobody believes in the Phantom Thieves. Plus, those guys who had no other choice but to just deal with it are thanking us. Us, of all people. You mean on the Pan side, was auch immer die Pan side ist. Das ist ziemlich unerwartet. Da sind viele Opfer, es gibt viele Opfer. Those guys' choice but to just deal with it are thanking us. Das ist ziemlich unerwartet. Es gibt viele Opfer, ja, es gibt klar viele Opfer, aber. You mean on the Pan side? Also auf der Phantom-Seite wahrscheinlich. Das ist eine Frage, das ist keine Aussage. I agree. If we ignore people who are in trouble, I'd go back to being the same as I was before. Das stimmt doch gar nicht. Well, that's true. Außerdem muss man nicht ein Phantomdieb dafür sein, um, ja, wie heißt das, sich für andere einzusetzen. Man macht das in dem Falle dann halt hinter einer Maske, um sich seine Anonymität zu wahren und so weiter. Klar, man hat diese krassen Kräfte. You're under my tutelage. There's nothing we can't accomplish as Phantom Thieves. Shouldn't we be able to help him out? Ich habe über so eine Möglichkeit gar nicht nachgedacht. Aber es stimmt, dass wir mit dieser Kraft anderen Leuten aushelfen können. But that means we'll have to fight shadows again. Doesn't it? Indeed. That can't be avoided. I'm sure we'll manage. Right? Right. Also das, damit habe ich kein Problem. Fine by me. Ich möchte Leuten helfen. I want to help people. Das ist die schönste Aussage. Even if you guys are still just fledglings, this means we're an actual organization now. Ach ja? Geht aber schnell. Fledglings?
That's actually pretty fitting for us. Schlagt's nach. All right, it's settled. Beschlossene Sache. We're gonna catch all these shitty adults by surprise and make ourselves known to the world. Are you okay being our leader? Ja, klar. Warum? Das hört sich hart an. Ich sag einfach, ich frag mal, na, ich sag mal ja. Klar, warum nicht? No objections here. I can't handle all that responsibility stuff. Where's my say in this? But Lady Anne made the recommendation, so I'll allow it. Außerdem ist er die Wildcard. Er kann ja mehrere Personas sein. Well, should we decide on a name for our group? I just went with Phantom Thieves of Hearts last time, but don't you think a real name would be cooler? Ooh, I've got it. I want it to be something both cute and luxurious sounding. Let me see. How about the Diamonds? No. I'm getting the real Little League baseball feel from it. Well then, here's my suggestion. How about Tilefish Poilé? Bitte was? Was für ein Fisch? Tile, what? That's what I ate earlier. It's commemorative, no? Oh no, you idiot! You decide for us. System, your team name may be seen by others when using network services. Please be cautious not to enter any personal information. Furthermore, please do not enter a name that could be considered offensive. Also sowas wie die... Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, aber... die, keine Ahnung, Cocksuckers oder irgendwie sowas wäre nicht so nett wahrscheinlich. Oh, das ist wie eine Bandname. Wie ein Bandname. Moment. Wie nennen wir unsere Gruppe? Ich weiß nicht, ob man das ändern kann, aber wenn man es ändern kann, ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Vielleicht ändere ich es dann. Einen Gruppennamen. Ich mach mal. Mir fällt gerade auch echt nichts an. Ein. So. Nein. Ach Gott. So, ich mach das. Leerzeichen? Nein, Leerzeichen. Nicht Wildo. Wo ist hier das Leerzeichen? Achso. Nein. So. Wild Hearts. Wilde Herzen. Nenne ich das mal. Warum auch immer. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Habe ich es richtig geschrieben? Ich habe immer. Ich bin so eine Rechtschreibniete, dass mir das meistens irgendwie schwerfällt, Sachen richtig zu schreiben. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob das richtig ist. Aber ich glaube schon, Harz ist so richtig so. Oder nicht? Ja, wundert euch nicht, ich bin gerade hier am Suchen von irgendwelchen. Gibt es hier noch mehr Zeichen? Nee, gibt's nicht. Schade. Ja, nee, ist richtig. So. Noch ein Zeichen dazu. Upsala, noch ein Zeichen dazu. Mit diesem Stern. Nein, ohne Sterne, so. Confirm. Wild Hearts. Ich nenne mich Wild Hearts. That's not bad at all. A good name. For a rookie. Ah. We going with that? Wild Hearts. Yeah. Wenn das okay ist. Also mir fällt gerade nichts Besseres ein. Sorry. Well, now that the name's set, who's our next target? There are tons of rotten adults and all. Why not just stick to targeting big names?
Why not just stick to targeting big names like celebrities, like CEOs? Wie Berühmtheiten oder wie es. Ja, wie. Ja, ich sag mal CEOs. Yeah, something along those lines. If we go after some bigwig, it's gotta get on the news, right? Don't you think more people would believe in us if we did that? That's not a bad idea. For you, Ryuji. Was geht's hier um? Anerkennung der Jugendlichen, der jungen Generation quasi, beziehungsweise nicht der jungen Generation, sondern wirklich von jungen Leuten? True. If we become better known, we might be able to give courage to a lot more people. I don't really like the idea of just picking someone out of the blue, though. Let's narrow it down to someone we can all agree on, then. Hmm. So we need a big wig we decide on unanimously. I like that unanimous decision part. It's like we're making some kind of pact. Now then, this is the official formation of the Phantom Thieves Organization. Oh no! Our time for the buffet ran out. Das reicht ja wohl, oder? I guess we'll just have to talk more tomorrow. Yep. Und Zeitsprung. Time warp.